Mit den, bist du soweit? Mhm. Mit den Mykorrhiza haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme am liebsten dieses Pulver, lösliches Pulver, soluble. Da langt ein ganz bisschen was, so eine Messerspitze voll, auf so einen Kübel mit Wasser. Das wird da eingerührt. Mhm. Und dann kommen alle Setzlinge, die ich vorgezogen habe, in kleinen Töpfchen oder Aussaatschalen, tunke ich dann einmal in diese Wasser-Mykorrhiza-Lösung. Und dann haben wir diese ganzen verschiedenen Mykorrhiza-Arten und Bodenbakterien am Wurzelsystem der Pflanze. Und die wachsen dann nach dem Raussetzen mit der Pflanze mit und bleiben dann auch da in dem Boden erhalten. Wenn man das ein paar Mal angewendet hat an allen Stellen im Garten, ist das dann nicht mehr weiter nötig, weil die reingesetzten Pflanzen das dann aus dem Boden schon bekommen. Mhm. Man kann damit auch mit Altbestand arbeiten, mit Bäumen zum Beispiel. Da macht man dann Löcher außenrum in den Boden, halben Meter tief im Traufbereich und gießt diese Pilzlösung da rein. Oder wenn ich jetzt Karotten ansähe, wenn die gerade gekeimt sind, dann mit dem Gießwasser einmal drüber, dass das an die Wurzelchen, die ja dann noch ganz oben sind, hinkommt. Mhm. Und wozu ist das Mykorrhiza dann gut? Was macht das im Boden? Mykorrhiza, also Pilze können mehreres. Das Wichtigste, würde ich mal sagen, ist, dass die Mineralien aufschließen können, die für die Pflanze an sich nicht pflanzenverfügbar ist. Und die kann diese Mineralien dann in organisch gebundener Form gelöst an die Pflanze geben. Es ist ein Symbioseverhältnis und die Pflanze gibt dem Pilz dafür, was er nicht kann, Zucker. Weil der Pilz kann ja keine Photosynthese, der braucht immer sonst tote Materie, um seine Nährstoffe zu bekommen und bekommt dann eben in dem Fall, übrigens, weil man hier jetzt gerade auf den Kohlrabi-Filmen, Kreuzblütler ist die einzige Pflanzengruppe auf dem Planeten, die nicht in Symbiose mit Mykorrhiza geht, also bei Kohl kann man sich sparen zum Beispiel und allen anderen Kreuzblütlern, aber ansonsten 98,5% der Pflanzen auf dem Planeten gehen diese Symbiosen liebend gerne ein. Was der Pilz noch kann, erregt also auch das Feinwurzelwachstum an der Pflanzen. Und dadurch, dass die Pflanze dann ein viel verzweigteres Wurzelsystem hat, kann sie auch viel mehr Wasser aus dem Boden aufnehmen. Das heißt, die wird wesentlich trockenheitsresistenter oder ich brauche weniger Gießen. Weil sie eben mit ihren ganz feinen, verästelten Wurzeln auch noch den letzten Tropfen sich da holen kann, wenn es sehr trocken wird. Mm, danke. Und wer weiß, was die noch alles können. Ja, genau. Wir haben ja auch Avatano. Wir haben ja das WWW, das World Wide Web, ja, das genau. Internet der Pilze, wo der über die Pilze der eine Baum dem anderen da hinten sagen kann, Schädling im Anzug. Ja. Und dann fängt er schon an, Abwehrstoffe machen. Da gibt es noch ganz viel. Aber jetzt mal so das Vordergrundsichtste beim Gärtnern, beim Erwerbsgärtnern oder für Eigenbedarf ist einfach das Pflanzenwachstum anzuregen durch bessere Mineralienaufnahme und Wasseraufnahme.